Hallo und willkommen zum Mila Beach Report heute in Mannheim bei der Smart Beach Show. Neben mir steht die Drittplatzierten Pop André. Männer, ich gratuliere, ihr habt den dritten Platz gemacht. Ihr hattet das kleine Finale gegen Backhaus Romond. Wie habt ihr gespielt? Wie ist es ausgegangen? Ja, wir haben eigentlich sehr, sehr souverän 2-0 gewonnen. Wir haben sehr, sehr gut aufgeschlagen, ein Topspiel abgeliefert und sind sehr, sehr glücklich drüber. Dritter Platz hier in Mannheim, war das so, hast du dir das so vorgestellt, Björn? Ja, grundsätzlich geht man ins Turnier rein und will es erstmal gewinnen natürlich. Wir haben das im Halbfinale leider verloren, nicht gut gespielt und auch nicht unsere Leistung abgerufen, die wir können, und dann natürlich auch verdient verloren und waren dann aber froh, dass wir uns im Spielplatz 3 nochmal gesteigert haben und die Bronzemedaille uns erkämpft haben. Wie seid ihr gegen Backhaus Romond jetzt vorgegangen? Ja, wir wollten von Anfang an unser Spiel aufdrücken, mit den Aufschlägen Druck machen. Das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Die beiden sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen und es war im Endeffekt eine ganz, ganz klare Angelegenheit. Nächster Tourstop im Navi ist wo? Also jetzt geht es erstmal nach Berlin, danach geht es nach Köln in die Qualifikation wieder und dann hoffen wir, dass wir da irgendwie anknüpfen können. Also nochmal aufs Podium zu kommen in Köln wäre ziemlich wichtig für uns, damit man halt so ein paar Punkte sich erarbeitet, dass man dann irgendwann nicht mehr in der Quali ist. Und darum ist da unser Ziel, nochmal ein ordentliches Turnier zu spielen, weit zu kommen und dann vielleicht dann in Binz schon im Hauptfeld zu sein. Okay, dann gratuliere ich nochmal zum dritten Platz und sehen wir uns bei den nächsten Interview in Köln. Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss.